Ludwigshafen am Rhein, mehrfach zum hässlichsten Ort Deutschlands gekürt, vor allem wegen der vielen Hochstraßen. Aber auch das Rathauscenter hat seinen Teil dazu beigetragen. Jetzt soll das Bürogebäude mit Einkaufszentrum einer neuen Straße weichen. Die Mieter sind schon draußen, bis auf einen. Schuhmacher Advatolu ist aber nur schwer zu erreichen. Da das Tor jetzt zu ist, müssen die Stadtkunden komplett einmal um den ganzen Block rum. Das dauert ungefähr 5 Minuten, bis die Kunden zu mir kommen. Und wenn sie vorne stehen an dem Haupttor von der Stadt, sehen sie ein kleines Schildchen, wo steht nur Schuh Rapid, aber ohne Pfeil, ohne nichts. Also es ist irrewirrend. Es wird keiner praktisch den ganzen Weg hier machen, um extra hierher zu kommen. Wie ist es so weit gekommen? Als der Beschluss gefasst wird, das Rathauscenter platt zu machen, wird allen 75 Geschäftsinhabern der Mietvertrag gekündigt. Nur Advatolu wird schlicht vergessen. Und so ist sein Schuh- und Schlüsselladen, den er seit 2008 führt, als einziger noch in Betrieb. Die letzten 16 geöffneten Quadratmeter von ehemals 28.000. Viele andere Läden sind ins modernere Center nebenan umgezogen. Dort sind die Mieten aber deutlich teurer. Advatolu müsste das 4,5-fache bezahlen. Als der Fehler auffällt, wird er zum schnellen Auszug gedrängt. Er bekommt Geld geboten. Erst nur 3.000 Euro, dann 5.000, am Ende sogar 30.000. Doch damit wären noch nicht mal die Kosten für Rückbau und Neueröffnung gedeckt. Irgendwann ist sogar von Enteignung die Rede. Das war immer nur von oben herab, diese Drohungen mit der Enteignung, diese Zermürbung. Wenn sie es nicht nehmen, tun wir sie enteignen. Das waren immer dann ihre Worte. Und das stand mir schon bis am Hals. Advatolu nimmt's jetzt persönlich. Der letzte Mohikaner des Rathauscenters besteht auf seinen bis Mitte 2023 gültigen Mietvertrag. Die Frist, um ihn vorher rauszukündigen, haben die Eigentümer verschlafen. Für seine Kunden wird der Gang zum Schuster allerdings zum Spießrutenlauf. Aus Richtung der Fußgängerzone kommend dauert es über 5 Minuten um den kompletten Block. Insgesamt sind es 413 Schritte vom geschlossenen Haupteingang bis zum geöffneten Hintereingang. Es ist auf gut Deutsch eine pure Verarschung. Das ist eine, die wollen mich rausekeln, praktisch demütigen, dass ich von alleine aufgebe und sage, es kommen keine Kunden mehr. Er soll aufgeben. Ja, das mache ich nicht. Ein Seiteneingang in Richtung eines Wohngebiets wurde ihm zwar auch noch gelassen, aber der ist weit ab vom Schuss. Und so wartet Advatolu seit Wochen quasi vergeblich auf Kunden. Mehr als 5 pro Tag verirren sich nicht zu ihm. Es ist schon nervenzerreibend auf jeden Fall. Und schlaflose Nächte, klar. Man macht sich ja immer Gedanken. Seit Anfang des Jahres ist die Stadt Ludwigshafen Besitzer des Centers. Dort ist man vermutlich nicht erfreut, dass ein widerspenstiger Schuster das Millionenprojekt ausbremst. Uns gegenüber will man sich nicht zur Sache äußern. Und was sagen die Bürger? Also ich finde es super, dass der kämpft. Respekt, Respekt, korrekt. Ich denke, er hat einen Vertrag und versucht, das Bestmöglichste aus seinem Vertrag rauszuholen. Das ist ein gutes Recht. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht so also ein bisschen ist, dass er irgendwie eine Abfindung will oder so. Ne? Sicher hat auch Advatolu irgendwo eine Schmerzgrenze, doch ihm geht es mittlerweile ums Prinzip. Ich will, dass die Großen sehen, auch die Kleinen gehen auf die Barrikaden. Weil mit kleinen Unternehmen, so wie mein Unternehmen, tut man auch ganz normal verhandeln wie alle anderen großen Geschäfte. Heute bin ich dran, wie gesagt, morgen ist der andere dran und das will ich vermeiden. Es muss doch einer mal auf die einfach mal einen Aufstand machen und sagen, so mit den kleinen Geschäften kann man es nicht treiben. Der Don Quixote aus der Pfalz will weiterkämpfen. Kommt doch noch ein finanziell deutlich verbessertes Angebot oder es ergibt sich die Chance, einen neuen Laden zu bezahlbarer Miete zu eröffnen, würde er aber noch mal überlegen. Dann will er aber seine Kunden abstimmen lassen, ob er es annehmen soll oder nicht. Bis dahin bleibt er, wo er ist. Im schrecklich schönen Ludwigshafen am Rhein.